nichts Geileres, als unter die Hantel zu steigen und mit einem schweren Gewicht in die Hocke zu gehen und wieder aufstehen zu müssen und einfach zu spüren, wie sich der Muskel mit Blut füllt. Johannes, das bringt dir heute überhaupt nichts hier. Muskeln, Pipapo und so weiter. Aber ich kann doch sonst nichts. Johannes, in jedem Leben eines Mannes oder auch einer Frau kommt irgendwann der Punkt, an dem er oder sie sich neue Skills aneignen muss. Ich bringe dir deswegen heute League of Legends bei. Johannes, ich dachte mir, es gibt so drei Arten von Gamern in deiner Community, ne? Mhm. So, ja, die Call of Duty-Spieler. FIFA, Sportspiele. Genau, und die League of Legends-Leute. Ne, das sind auch die, die wahrscheinlich sehr viel Hirn ins Training setzen, weil sie strategisch sind. Oh, scheiße. Und falls du dich richtig gut schlägst, können wir ja noch Call of Duty machen, ne? Ja. Und wenn die Leute da Bock drauf haben, ne? Ja. Johannes, was glaubst du, wie willst du dich heute schlagen? Ich werd's verkacken. Komplett? 100%. Hast du eigentlich schon überhaupt mal irgendwas an einem PC gespielt? Also Gameboy habe ich gespielt. Ja, aber PC, Maus, Tastatur. Moment, Gameboy habe ich Super Mario dreimal, also der verdrittschwierigste Stufe geschafft. Das müssen wir erstmal danach machen. Und das letzte Game... Du kannst bei Mario auch gar keine Schwierigkeit einstellen. Solange du das nicht so verkackst wie deine Rap-Karriere, ne? Ist alles in Ordnung. Schwierig. Jetzt sind wir drin. Das hier ist die Karte, auf der man... normales 5 gegen 5 League of Legends spielt, ne? Hier siehst du die Karte unten rechts einmal. Es gibt drei Linien, wie du siehst, ne? Ja. Du bewegst dich mit Rechtsklick mal, auf der Maus. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der langläuft. Da unten, aha, okay. Genau, Rechtsklick bewegst du dich. Und jeder Champion hat 4 Fähigkeiten, also du... Wie hält er denn an? Ja, okay. Indem du einfach nichts mehr drückst, hält er an. Ja. Man spielt das quasi 5 gegen 5, ne? Das Ziel ist, diese Türme zu zerstören. Die das Türme. Sind deine, ne? Jedes Team hat Türme. Das Endziel ist quasi, alle Türme zu zerstören und am Ende den großen Turm, den Nexus, zu zerstören. Ja. Dann gewinnst du das Spiel. Jetzt siehst du auch rot markiert die gegnerischen Vasallen. Ja. Ne? Ja. Vasallen kennst du vielleicht noch von Dungeon Keeper früher? Ja, genau, ganz so, sicher. Genau. Du musst jetzt hier unten deine Fähigkeit erstmal leveln. Du kannst die Q-Fähigkeit hier, Pfeil nach oben drücken mit Linksklick. Genau. Jetzt kannst du die einsetzen, indem du Q drückst. Digga, das muss ich alles machen zwischendrin, wenn das passiert, oder was? Ja. Du hast hier Q, W, E, R. Da sind deine Fähigkeiten drauf. Auf der Tastatur. Johannes, du musst dir die Tastatur angucken. Ja, ja. Sind alle 4 Tasten für irgendwas bestimmt, oder? Du hast eine Q-Fähigkeit, ja. Eine W-Fähigkeit, eine E-Fähigkeit und eine R-Fähigkeit. Das heißt, ich muss wissen, was die macht. Genau, um also, zu wissen, in welcher Situation ja, okay. Du welche einsetzt. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist eine Axt, die sich schwingt in genau, dem Radius. Das ist eine Schwungaxt. Deine W ist ein verstärkter normaler Angriff. Deine E-Fähigkeit ist ein Ranziehen von Gegnern. Was mache ich dann, wenn ich ihn rangezogen habe? Dann ist er an dir dran und du kannst ihn boxen, Alter. Im normalen Spiel hast du natürlich noch Champions gegen dich, ne? Also Gegner. Ja. Die entweder online gegen dich spielen oder halt der Computer, falls du Boardgames machst. Ja, aber sind doch meine Gegner hier oder nicht? Das sind Vasallen. Also kleine Gegner, die nicht relevant genau. sind, aber trotzdem dich Die haben aber eine ganz wichtige Rolle in dem Spiel. Und zwar, Vasallen sind dazu da, um getötet zu werden, also die gegnerischen. Ne? Dadurch bekommst du Gold. Wenn du zum Beispiel mal hier drückst, kommst du in den Shop, da kannst du dir Gegenstände kaufen. Kann man so kaufen, oder? Ja. Kann man doch so, also mit richtig, so mit richtigem Geld. Achso, nee, Gegenstände nicht. Nee. Du kannst deinen Champ-Charakter anders designen lassen. Gegenstände sind dazu da, um dich stärker zu machen. Ich sag dir eins, in einem Jahr bist du E-Sport-Main und dann spielst du hier Worlds und verdienst Millionen. Ganz sicher. Wenn keine Minions aber mehr da sind von dir, dann greift der Turm dich an. Deswegen, guck mal, hier siehst du sogar den Radius. Wenn der rot wird, dann greift dich der Turm an. Also wenn man zu viel Zeit hat, und keine Ziele im Leben, außer... keine Ziele im Leben, Alter. Du freust dir jeden Gamer gerade. Nein, aber wenn du die Leute, die damit Millionen verdienen. Ja, das ist geil. Hast du alles richtig gemacht. Ja. Ne? Du weißt, dass man Minions töten muss, um Gegenstände zu bekommen. Ja. Du weißt, dass man Fähigkeiten anwenden muss, um Schaden an Gegnern zu machen. Oder normale Angriffe. Mhm. Rechtsklicke auf einen Gegner ist ein normaler Angriff. Ja, okay. Rechtsklicke kannst du auch auf den Turm verteilen. Ja. Zum Beispiel. Ne? Es fällt mir so schwer, das zu erklären mit deutschen Begriffen. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch die Kunst. Wir sind ja schließlich in Deutschland. So nämlich. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt mal in ein Bot-Game. Du gegen den Computer. Okay. Und dann schauen wir mal. Aber was war denn das jetzt? Das war doch auch schon der Computer, oder nicht? Da kommt jetzt noch mal einer extra. Da kommen andere Ich war doch schon mit dem Vasallen überfordert. Da kommen jetzt andere Champions. Pass auf, Alter. League of Legends ist ein 5 gegen 5 Game. Okay. Also, wer ist der Champ? Ich bin der Champ. Wer ist der Champ? Ich bin der Champ. Wer ist der Champ? Ich bin der Champ. Summoner's Rift. Ah, okay, das ist die Karte und das ist Summoner's Du weißt Rift. Ja, Mark zum Beispiel, immer wenn der nicht hier richtig Bodybuilding macht, dann spielt er League of Legends. Ja. Auf Summoner's Rift.
Ich hoffe, irgendjemand deiner Zuschauer sieht hier überhaupt durch. Für mich ist jetzt schon, jetzt wird es langsam interessanter. Kann ich jetzt mit denen auch sprechen so online? Nee, du kannst schreiben nur. Ich bin so, geh mal auf Recommended hier oben und kauf dir mal einen Dorans Blade. Wie viel drückst du, fragt er dich. Willst du mal schreiben? 220 Kilo im Wettkampf. Ja, nachher kannst du dir auch Alter, ich merke richtig schon, wie mein... Ich hab richtig Bock. Geil. Ich glaube, wenn du mit so einer Scheiße anfängst, ich bin ja eh suchtgefährdet. Ja, das ist Das scheiße. Ist auf jeden Fall besser als fressen. Oh, komm mal. Nee, zurück, das sind so. Gleich zwei, Alter. Nein. Ich mach mich kaputt. Das ist ein Strategiespiel. Was Strategie? Gib doch die Fresse! Okay, wir müssen nochmal über die Attitude reden, wie du in einen Fight gehst. Das Wichtige bei den Minions ist halt, es reicht nicht nur die zu töten, du musst auch den letzten Hit machen, um Gold zu bekommen. Ah ja, ich verstehe, okay. Die Lebensanzeige... Was mache ich jetzt mit dem Turm? Du kannst ihn angreifen, weil kein Gegner ist gerade da. Ah, jetzt komm aber... Pass auf, du bist auf Distanz. Oh! Zurück. Du kannst... Oh nein! F! Wo ist denn F? F! Ja, jetzt hast du dich geheilt! Lauf! So, lauf weg! Ja, der macht dich schon wieder. Ja, wenn laufen, wer kann ja nicht mal laufen? Ich habe mir das alles viel einfacher vorgestellt, dir das beizubringen. Ja, du hast gedacht, der Johannes, komm mal hin, zeig ich das mal schnell. Und dann läuft der Hase, aber nichts läuft hier. Scheiße. Ja, scheiße. Ich komme mir gerade vor, als würde ich meinem Vater irgendwas bei Instagram erklären oder so, weißt du? So, ab auf die Toplane, Johannes. Es geht weiter. Die Toplane, auf geht's! Genau. Wir versuchen jetzt mal anders ranzugehen, okay? Okay, pass auf, wir machen jetzt mal ein bisschen strategisch. Genau, alles gut. Nicht fighten, wir haben gesagt, nicht fighten, zurücklaufen, weglaufen. Ach so, weglaufen, ja, aber nicht fighten, ja, gut. Weglaufen, genau. Du hast natürlich durch Thomas hier eine gute Hilfe. Kuh, drück Kuh. Kuh! Wo ist Kuh? Kuh ist links! Schön. Alter. Schön. So, geil. Habt ihr zusammen getötet. Sehr gut. Stark. Am. Johannes! Aber du hast ihn getötet! Aber ich muss doch als letzter töten. Shutdown. Kann man auch mal Pause drücken? Nee. Alter, das ist ja voll ätzend. Das ist hier real life. Geht durch, Alter. Oh. 30. Oh, weglaufen. Sehr gut. Du hast es gedodged, ja! Du bist deine Fähigkeit ausgewichen. Das ist ja insane. Weil ich weggerannt bin. Ja, so, das muss man aber so machen, Alter. So funktioniert das. Du musst ja ausweichen. Du willst ja nicht den Schaden fressen von den Gegnern. Nein. Ah, wieder gedodged. Du kannst jetzt auch in die Base porten, wenn du B drückst. In die Base porten, Alter, was? Drück mal B. So, jetzt hast du den Recall aktiviert. Jetzt portet dein Charakter in die Basis zurück, ne? Und heilt sich. Jetzt kannst du wieder hochrennen auf deine Lieblingslane. Die Top-Lane, man kennt sie. Johannes Lukas, Top-Lane Main. Thomas Doll ist Legendary. Ich will auch Legendary sein. Ja, Legendary heißt, er hat schon hier, siehst du, 8 Kills und ist 0 mal gestorben. Und du hier mit deinem 0-3, Alter, was bist denn du? Das war jetzt aber schon Mobbing ein bisschen. Du sagst doch, ich soll mich zurückhalten. Du bist halt ein Noob und das ist auch okay. So, also du musst halt erstmal die Basics verstehen, um dann richtig rein zu grinden. Genau, W. Jetzt drück E. Mann, ich weiß nicht, wo W ist. Q. Was Q oder W, so, Alter? Na, alles. Ich fühle mich so, als ob ich gegen eine Wand trete. In 10 Metern biegen Sie bitte links ab. Jetzt. Links, nach oben. Links ist doch nach da. Alter. Oh, nee, weg. Das sind zu viele. raus. Lauf weg. Einfach weglaufen. Hier warte einfach mal, bis hier Thomas. Ist der hinter mir? Ist es ein Böser? Geh nach oben wieder. Los, rauf. Hier, Thomas kommt von der Seite. Rauf. Jetzt nach vorne. Die Gegner angreifen, das ist doch deiner. Ach so. Die Gegner sind rot. Guck mal da, renn nach oben. Komm, den sollst du jetzt mal wenigstens machen. Komm, Thomas, sei ein Ehrenmann. Mach ihn, Kuh! Ach, scheiße. Boah, jetzt ein Viech. Bam! Ja, mach ihn. Ich will auch mal einen Kill haben hier. Du musst ihn ja mit dem Rechtsklick auch anklicken. Wie anklicken? Nicht? Ah, sehr gut. Du bist fast in die gegnerische Base gelaufen. Okay, pass auf. Ich sehe dich nicht als Carry, aber ich sehe dich als Support-Charakter. Also man braucht viel Zeit. Du warst überfordert. Viel Koffein. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Rain gönnen. Du warst überfordert. Hast du gar keinen Rain hier? Vielleicht soll ich ihn doch nachkommen. Razzleberry wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Also wenn ihr mal ein bisschen, ne, einen kleinen Booster vom Gaming. Ich würde die aber lieber vom Sport trinken. Trinke ich auch immer vom Zocken. Ja. Also du warst leicht überfordert, möchte ich sagen. Ja, ein bisschen. Ich mache keinen Sport, Alter. Ich mache 120 Kilo Bankdrücken, wenn es gut läuft. Vor 6 Wochen das letzte Mal.
Du warst leicht überfordert. Ja. Ich war auch gut überfordert mit dir. Mit meiner Überforderung, sehr gut, ja. Was sagst du jetzt erstmal? Ohne Scheiß macht, ich glaube, das kann richtig Spaß machen, aber ich bin grundsätzlich nicht so der Strategiespieltyp. Ja. Ich habe einfach Bock auf Ballern. Ja, vielleicht nicht umsonst Kamikaze-Team, du weißt Bescheid, Tim. Wenn der Ballern will, kann er haben. Vielleicht ist Call of Duty doch die bessere Variante für dich. Also dann würde ich sagen, falls ihr Bock habt, Call of Duty als nächstes. Call of Duty habe ich bei dem Freund schon gesehen. Ja. Das sah schon, das sah nach macht auch sehr Bock, viel ja. Bin ich auch gerade freundlich am Reinsuchen. Ja, Mann, habe ich Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann unbedingt in die Kommentare schreiben. Ja. Daumen und, nicht vergessen. Und ganz wichtig, der Daumen. Ich würde sagen, die Leute müssen da echt Bock drauf haben. Ja. Sagen wir 3000 Likes. Wenn sie die 3000 Likes schaffen, dann machen wir ein weiteres Ding. Ja. So, und dann lernst du Call of Duty. Obwohl, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon Bock gekriegt. Also Call of Duty habe ich Bock. Das merke ich. Ich glaube, ihr müsst trotzdem die Likes da lassen. Okay, wenn es Spaß gemacht hat. Abonniert meinen Kanal und schaut vor allem mal bei Tim Horis vorbei. Danke, danke, danke. Unbedingt abonnieren, wenn ihr Bock auf mehr Gaming und Zocken habt. Da gibt's LOL, Call of Duty, Valorant. Gibt es alle. Valorant. So, bist du bescheid gepostet. Darf ich auch mal einen Rain? Das war doch deiner, du Vogel.